Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen in der Spielwiese in Berlin-Friedrichshain zum Hunter & Krohn Brettspielclub. Heute spielen wir ein ganz besonderes Spiel und zwar das Spiel des Jahres 2014, Camel Up. Camel Up schickt uns in die Wüste, wo wir Zeuge des verrücktesten Kamelrennens aller Zeiten werden. Hier stapeln sich Kamele übereinander und ganze Pyramiden stehen Kopf. Ja, Erfolg und Niederlage sind hier nur durch eine hauchdünne Sandschicht voneinander getrennt. Wobei, nicht missverstehen, wir verkörpern keines dieser fünf Kamele. Wir sind Mitglieder der ägyptischen Oberschicht, die zum Kamelrennen gehen und dort ja zu Reichtum kommen wollen. Und der Spieler, dem es gelingt, am meisten Reichtum anzuhäufen, der gewinnt das Spiel. Hallo, ich bin Melissa vom Channel Breeding Unicorns und eigentlich spiele ich nicht so viel, sondern bastel eigentlich. Ja, ich bin Bäuer und man kennt mich vielleicht im Internet vom YouTube-Kanal Dr. Allwissend. Ich mag Sachen gerne, wo man viel tut, zum Beispiel Tabu finde ich super. Ich habe selber, besitze ich gar keine, aber Freunde von mir spielen öfter mal Brettspiele und dann bin ich dabei. Und dann will ich natürlich auch gewinnen, klar. Das Kamelrennen ist in Etappen aufgeteilt. Eine Etappe endet, sobald sich jedes Kamel einmal bewegt hat. Dann findet eine Etappenwertung statt. Und die Spieler gewinnen oder verlieren Geld entsprechend ihrer zuvor abgeschlossenen Wetten. Die Besonderheit bei Camel Up: Landen mehrere Kamele auf einem Feld, bilden sie einen Kamelturm. Und wird ein Kamel bewegt, das Teil eines Kamelturms ist, trägt es immer alle Kamele mit sich, die auf ihm sitzen. Ein Kamel, das auf einem anderen Kamel sitzt, gilt aber immer als besser platziert als das Kamel direkt unter ihm. Kommt ein Spieler an die Reihe, hat er die Wahl aus vier verschiedenen Aktionen. Erstens, er nimmt sich ein Wettplättchen, um auf ein Kamel einer bestimmten Farbe zu wetten, weil er glaubt, das Kamel wird bei Etappenende die Nase vorn haben. Zweitens, er legt sein Wüstenplättchen entweder als Oase oder als Fata Morgana, um mit etwas Glück Einfluss auf den weiteren Rennverlauf zu nehmen. Drittens, er bewegt die Kamele mit Hilfe der Würfelpyramide und erhält dafür immerhin ein Pyramidenblättchen im Wert von 1 Gold. Viertens, er schließt eine Wette auf das tollste Kamel, also den Gesamtsieger, oder das ollste Kamel, den Gesamtletzten ab. Je früher ein Spieler richtige Wetten platziert, desto größer ist die Belohnung. Allerdings muss für jede falsch platzierte Wette auch Strafe gezahlt werden. Das Rennen endet sofort, wenn das erste Kamel die Ziellinie überquert. Es gibt eine letzte Etappenwertung und die Schlusswertung für das tollste Kamel und das ollste Kamel. Der Spieler, der anschließend das meiste Geld besitzt, gewinnt. Okay, bevor es losgeht, müssen wir noch die Startaufstellung für die Kamele auswürfeln. Das wird hier einfach auch mit den 5 Würfeln gemacht. In jeder Kamelfarbe gibt es einen Würfel. Ich würfel einmal. Auf Feld 1 stehen Blau und Orange. Da darf ich mir jetzt auch aussuchen, wie rum die stehen. Ist ja am Anfang auch noch nicht wichtig. Auf 2 Gelb und Weiß, genau. Und Grün auf der 3. Wer wird Startspieler? Bitte, Startspieler weitens Ihres Amtes. Jawohl, Startspieler wird, wer die meisten Länder bereist hat. Um Gottes Willen. Muss ich erstmal durchziehen. Habt ihr schon mal eine Weltreise gemacht? Nee. Aber ich rechne fast ganz Europa. 20, 25 mit Sicherheit. Einmal in München. Na, dann machen wir, dann fängst du einfach. Einigen wir uns mal ganz drauf. Europa, ganz klingt schon gut. Mir fehlt auf jeden ganz Fall. Ganz nicht, aber es wäre auf jeden Fall eine Menge. Das ist die Startaufstellung? Ja. Was mache ich als erstes? Ich würde sagen, ich würfel erstmal, weil ich brauche mal ein bisschen Action hier. Okay, eine 2. Damit hüpfe ich hier auf den Grünen drauf. Ganz genau. Meine Strategie für heute Abend ist, zuerst einmal die beiden Profis auszubremsen und danach werde ich mich um Melissa kümmern. Meine Strategie für heute ist, mich vor allem erstmal wieder an die Regeln erinnern und viel Geld machen. Ich weiß aber noch nicht wie. Aber Melissa. Vielleicht gucke ich beim Doktor ab. Jetzt bin ich dran. Soll ich das verraten? Bei Camel Up? Es gewinnt immer das grüne Kamel. Spiel mit Tieren gegen Hunter, mal ganz ehrlich. Da mache ich ihn einfach nass, weil, sind wir ganz ehrlich, Hunter kennt sich mehr mit so leblosen Objekten aus, wie dem Errichten von Palästen, Burgen, Türmen, Marktplätze. Mit lebenden Tieren kennt er sich einfach nicht aus. Ich werde jetzt auf Weiß wetten. Wieso denn Weiß? Na, weil Weiß hier oben ist, kommt noch dran, Gelb kommt noch dran. Dann lege ich meine Fata Morgana hier hin, um deine Kamele in die Irre zu führen. So eine Standarderöffnung wie beim Schach oder so. Das ist im Prinzip jetzt die Fata Morgana-Eröffnung auf Feld 4. F4 nennt man es auch. Ja, nennt man auch die englische Eröffnung. Genau, ja. Ja, ich würfel. So. Ist gut, jetzt wirst du Weiß eine 2 zum Beispiel, fände ich ganz praktisch. Gelb auf 3, bitte.
Hüpft leider über meine Fata Morgana drüber. Ich meine, man kann ja immer noch 3 Punkte machen. Ne? Ich nehme auch die 3 Punkte. Ja, Gelb hat sich schon bewegt, Weiß wird sich noch bewegen. Aber Grün wird sich noch bewegen, ist gefährlich. Grün kann auch noch gewinnen. Ich werde es doch auch noch einmal würfeln. Na dann kriege ich ja den Luxus, schon voll Überblick über das Renngeschehen zu haben. Bevor ich meine Wette abschließe. Okay, am besten ich Weiß. Ich jetzt schon, es wird Orange. Weiß. Ich wette auf Orange. Weiß. Weiß 1. Ich glaube, es ist Orange, der Kamel. Du, das hat schon so einen Gesichtsausdruck, als nichts ist gleich ganz schnell und weiß. Aber das lief doch schon. Nein! Ah, die Grün meine ich. Ja, Grün trägt ja das Orange. Nee, danke, du hast mich kurz nervös gemacht. Aber Grün trägt ja das Orange zum Sieg. Ach, genau so. Du weißt, dass Grün jetzt noch 103 kommt. Grün muss jetzt eine 3 würfeln. Genau. Irgendwann muss man auch mal ein bisschen glauben. Ja, ne? Dann nehme ich vielleicht auch Orange. Ach, das war, ja, ne? Wenn ja. Das, das erhöht ja die Chance. Wenn auch gegen ihn. Das ist gut. Ich wette auf Weiß. Das ist gut, damit das Hunter nicht nehmen kann. Weil ich glaube nicht an Orange. Das Orangene, guck es dir noch mal genau an. Nur weil es die Farbe von der BSR hat. Es bleibt hinten und macht sauber, ganz ehrlich. So wie bei den Demonstrationszügen. Ja. Merkt ihr das hier? Ich wette auf den Gesamtsieger. Du hast auf den Gesamtsieger wirklich? Gewettet? Jetzt schon. Wow. Der grüne 3 und das Geschrei ist groß. Oh, was ist denn das? Das Eumel da hinterher. Kann noch einmal würfeln, dann ist die Etappe vorbei. Oder du wärst nochmal orange. Nee, das ist mir irgendwie ein bisschen. Ich würfel. Ja, und jetzt gibt es nur eine mögliche Zahl. Ja? Eine 3. 3, ganz genau. Du hast ja selber diese Fata Morgana gelegt. Ja, aber die war ja, da war das ja noch eine ganz andere Situation. Oh. Das ist eine 2. Das ist eine 2. Eine 2, aber gut. Fang mal bei mir an. Ich habe auf Orange gewettet. Orange ist immerhin Zweiter momentan. Ja? Dann gibt es wenigstens ein Geld dafür. Und ein Geld dafür macht 2 stolze 2 ägyptische Pfund. Guck bei dir auch. Zweiter Platz kriegst du 1, genau. Dann habe ich 2-mal gewürfelt. 3. Ja. Mehr als ich. Yeah. Kamelparty. Ja, ich bekomme 5 Schilling, Pfund für das Wetten und einmal fürs Würfeln. Also 6? 6. Ja, 6. Wow. Ich habe halt Weiß, krieg 5 plus 1 sind 6. Ja, schön. Ich kann mich nicht beschweren. Läuft zum Mittel. Ziemlich gut. Ich habe ja gleich mal den Etappensieg klar gemacht als Erster für das weiße Kamel. 6 Geld gemacht und damit genauso viel Geld wie Hunter und wesentlich mehr Geld als die anderen. Einmal so halb falsch gesetzt, das Kamel kam dann auf den 2. Platz, war aber okay. Ich habe nicht total abgelost. Manchmal hängt so viel an einem einzigen Würfelwurf. Es hätte eine grüne 3 kommen müssen, kommen sollen und alles wäre gut gewesen. Stattdessen kam eine grüne 2 und meine ganze Strategie mit dem das hat Hunter richtig getippt und ich falsch getippt. So, die anderen beiden haben ja auf das weiße Kamel gesetzt und ich hatte noch überlegt, ah, nehme ich den letzten, nehme ich den nicht und dann dachte ich, nee, ich mache jetzt hier nicht so einen Mitläufer-Scheiß. Ich hoffe, dass ich das irgendwie in den nächsten Etappen noch ausbaden kann mit irgendwelchen Wetten, mit denen keiner rechnet. Ich denke, der Hunter hat für den Gesamtsieger auf jeden Fall auf Weiß gesetzt. Ich habe aufs grüne Kamel gewettet als den Gesamtsieger, als ich die Startaufstellung gesehen habe. Und das grüne Kamel war vorne. Da hatte ich so einen Moment, da wusste ich, diesmal wird das grüne Kamel tatsächlich gewinnen. Ich werde als nächstes auch setzen, zwar nicht auf den Gesamtsieger, sondern auf den Verlierer, und zwar blau. Dann, ich bin jetzt als erstes dran in der nächsten Runde und dann bin ich gleich der Erste für das letzte Kamel. Und da werde ich auf blau setzen. Also ich werde jetzt nicht würfeln am Anfang, sondern ich werde auf den Ich habe nicht geguckt. Guck mal, ich habe nichts gesehen. Auf den Verlierer setzen. Mhm. Du wettest auf den Verlierer. Ich weiß auch nicht, die stehen alle aufeinander, was soll man denn da wissen? Das weiß ich gar nicht, ob ich wette auch auf den Verlierer. Du wusstest das doch. Echt? Die alle die gleiche Idee hatten. Das ist eine Idee, das ist ja der einzig logische Zug. Du weißt ja nicht, was ich gesetzt habe. Wer weiß. Ich versuche dem Blauen zu helfen, indem ich meine Fata Morgana hier hinten platziere. Die Fata Morgana? Die Fata Morgana. Die Oase. Die Oase. Die Oase. Ich bleibe bei meinem Müllkamel. Mhm, sehr gut. Team BSR. Sitzt ganz oben auf dem Dreierturm. Ich glaube, für einen
Für eine Etappenwette ist es noch zu früh. Ich werde würfeln. Ein bisschen Risiko. Irgendeiner muss ja würfeln. Ja, das stimmt. Irgendeiner sonst sitzen muss wir noch lange hier. So. Der gelbe Kamelturm hier. 1, 2, 3. Eieiei. Ist das jetzt gut? Naja. Für wen? Für dich ist es sehr gut. Oder für mich ist es doch gerade voll für gut. Ist das super, ja. Klar, auf jeden Fall. Du Kamelschubser. Mehltreiber hier. Ich wette mal auf grün. Weil hier mit 3 will ich mich nicht zufrieden geben. Grün, das ist mir selbst in der Theorie gar nicht klar, wie grün noch Erster werden soll. Hallo, orange macht 1 und grün 2 oder 3. Ach. Ich glaube an das weiße Kamel. Das wird aus dem Nichts jetzt einen gewaltigen Satz machen. Grün wird maximal eine 1 würfeln. Ach, orange. Oh, Gott. So, ich lege eine Fata Morgana. Oase. Oase. Eine Fata Morgana-Oase. Mhm. Du willst irgendwem helfen? Na, mir. Orange. Also dir jetzt zwangsweise auch, weil es nicht anders geht. Vielen Dank dafür. Ich erwarte diesen Gefallen zurück. Natürlich. Jetzt sieht die Sache natürlich schon ganz anders aus. Ich glaube, dann wette ich auch auf Orange. Das ist mir jetzt alles irgendwie zu bunt. Ja, würfel mal. Das ich werde jetzt mal würfeln. Los. Ich verdiene was. Ich verdiene einen ägyptischen Pfund, weil das blaue Kamel hat sich an meiner Oase satt getrunken. So, kriege ich ein Geld. Also ich habe dem blauen Kamel noch zum Funken Hoffnung verholfen, ich will es ja nur sagen. Naja, komm, ich will auch ein bisschen Geld abgehauen. Ich spring mal auf den Fahrtenzug auf. Vor allem, dass du nicht auch noch die 2 nimmst und dann bis zu 7 Geld verdienen würdest. Na, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Du könntest noch auf grün wetten. Dir höre ich gar nicht zu. Du bist so einer, der tut dann so, als wäre er voll nett und im Endeffekt ziehst du mich ab. Das hast du ganz richtig erkannt. Oder ist doch so. Ja, auf jeden Fall. Dem mit der Brille darf man nicht trauen. Ich würfel. Ja, verhilf meinen Kamelenfarben zum Sieg. So. Das ist ein ungültiger Wurf. Warum? Jetzt hast du die Klappe nicht wieder zugemacht, dann sind alle rausgefallen. Das zählt doch der Oberste, wie bei den Kamelen, oder? Ach so, ja. Nee, dann nur als Hausregeln. Es sieht immer noch sehr gut aus. 2 für grün. Es sieht, da bin ich ja froh, dass ich auf Orange gesetzt habe. Das ist ganz bitter. Denn, jetzt wartet mal ab. Es könnte sich jetzt erst weiß bewegen mit einer 3, springt auf Orange auf, dann bewegt sich Orange und wer ist dann Erster? Weiß. Alles auf Weiß, was ich habe. Mein Haus, ja. Meine Pyramide, meine Mein Erstgeborenes. Alles auf Weiß. Aber so eine 3 kommt selten. Nur jedes dritte Mal. Ich könnte einfach würfeln, dann wäre die Sache ja gegessen, oder? Ja. Ich würfel. Alles klar. Für mich, glaube ich, einzig sinnvolle Zug. Okay, und jetzt, lieber Kamelgott. Weiß. Komm, einmal. Das orange Kamel setzt sich ganz schön fies ab. Das ist ganz bitter. Die letzten werden die ersten sein. Das sind ja, wir haben ja auch ein bisschen Geld, oder? Bisschen. Also diese Etappe muss jetzt ein Ende haben. Damit wir wissen. Und jetzt kommt die 3, das gibt's doch gar nicht. Da ist es. 1, 2, 3. Auf den zweiten Platz kaputt gemacht. Das war trotzdem sehr guter Wurf. Mir gefällt dieses Spiel. Ich habe so noch sehr überlegt, ob ich mein Plättchen setzen soll. Ja, abgerechnet wird zum Schluss. Das Weiße ist tatsächlich in einen spektakulären zweiten Platz eingefahren. Orange gewonnen. Ich habe 3 plus gemacht. Und ich bin außer mir vor Freude. Ja, ich habe 5 bei meinen Oranges. Ne, das ist jetzt nicht mehr das Müll-Kamel, das möchte ich nur mal kurz. Powermüll. Erneuerbare Energien, genau. Und weil ich einmal gewürfelt habe. Ich finde das Spiel tatsächlich ziemlich witzig, vor allem weil es so schnell geht und nicht so schwierig ist. Ja, ich habe 2-mal gewürfelt, gibt 2 und. Und noch eine richtige Wette. Hab die Wette gewonnen. Sind insgesamt 5. Bei mir ist es leider nicht so erfreulich. Ich habe eine Wette natürlich mir selber zerstört. Ich muss hier einen bezahlen. Aber ich habe immerhin 2-mal gewürfelt, also ich kriege immerhin noch einen.
Ich finde, meine Chancen stehen im Moment sehr gut. Und ich sehe mich als Sieger. Wen denn sonst? Die Strategie ist ganz klar, ich werde es auf grüne Kamel absehen und werde natürlich alles dafür tun, damit das grüne Kamel am Schluss auch gewinnt. Ich bin nicht so ein Stratege, deswegen spiele ich auch keinen Schach. Man muss einfach dran glauben. Man muss fest dran glauben, man muss natürlich seine Plättchen gut setzen. Ganz ohne Glück geht's halt nicht, deswegen bitte, du Kamelgott, bitte lass mich nicht im Stich. Du hast zuletzt den Kamel bewegt, dann kriege ich eine vorhin. Ja genau, jetzt bin auf jeden Fall ich. Okay, jetzt muss ich in mich gehen. Mit diesem Schein. Und ich wette auf die Finale. So. Das ist gewagt. Melissa ist dran. Ja, ich setze auf den Verlierer. Ah, und diese Plättchen kriegen wir natürlich noch zurück. Klar, dürfen wir ja neu legen. Auf den Verlierer hast du gewettet? Oh ja, gut, okay. Verstehe. Welches das wohl ist? Aber da liegen jetzt schon die Mutigen drei werden Karten, belohnt. Also das lohnt sich jetzt langsam immer weniger. Wenn ja, aber das sind doch alles Falsche. Die zählen ja nur die Richtigen am Ende. Nicht die Anzahl der Karten, die Anzahl der richtigen Karten. Momentan sieht es schon sehr schlecht fürs blaue Kamel aus, weswegen auch ich fast zu 100% sicher bin, dass alle anderen drei als Olste Kamel das Blaue gewählt haben. Wenn ich das jetzt auch machen würde, habe ich gar nichts mehr davon. Das heißt, mir muss noch irgendwie was einfallen mit Hilfe von Oasenblättchen und mit astronomischem Würfelklick. Irgendwie, dass das Blaue wenigstens vorletzter wird. Ja, das ist mein Ziel. Ich wette auf... aufs tollste Kamel. Ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen positiv hier. Ich hätte muss sich bei mir entwickeln. Einer wenigstens hätte ja von euch würfeln können, bevor ich drankomme wieder. Aber nein, auch dieser Wunsch wurde mir nicht erfüllt. Aber ich habe natürlich eine Vision. Und dazu lege ich die Oase. Eine Oase hier hin. So. Wie keiner würfelt, ne? Nee, wie keiner mehr würfelt. Alle fürchten sich vorm Würfeln. Ja. Ich nehme die Würfel weiß. Haben wir kein Glück gemacht letztes Mal. Ich nehme 5. Sehr gute Wahl. Weiß. Was hat er jetzt? Ich nehme Gelb. Okay. Oh, optimistisch. Gewagt. Sehr gut. Ja. Aber natürlich, klar. Eine 3. Jetzt weit vor den anderen. Das ist alles möglich. Nur für das Blaue. Obwohl, wenn jetzt das Blaue zuerst eine 3 hat, sich dann Gelb bewegt, ist plötzlich Blau erster. Das fände ich ganz arg großartig. Ich wette auf Grün. Ich glaube, ich werde mal hier meinen... naja, gut. Ich habe jetzt 2 Fünfer. Das ist schon wieder so ein merkwürdiger Tipp von dir. Ich habe ja diese Oase natürlich mit Grund gelegt. Du hast es richtig erkannt. Ja. Weiß wird es machen. Das hat immer noch keiner. Ja, wird dann irgendwann mal einer... Es wird nie einer. Wir werden erst alle Wetten abschließen, alles legen. Ja, ne? Dann müssen wir würfeln. Ich nehme noch... das Grünes. Das würfelt echt niemand mehr. Okay, dann nehme ich jetzt noch eine Orange. Was? Das Camel Up auf ganz hohem Niveau. Wenn keiner mehr würfelt, dann wird es wirklich interessant. Ja, ne? Das ist dann auf einer Meta-Ebene für das Spiel. So, ich würfel jetzt. Ich weiß nicht, was ihr was in euch gefahren ist. Ja, ich werde jetzt hier mir einen Pfund holen. Schon, das war sowas das kann wie, mir niemand dieses, mehr wegnehmen. Ja? Das war wie dieses Anstarren-Spiel. Wer zuerst wegguckt, hat verloren. Hunter, verloren. Passt auf, was passiert. Wollt ihr es wissen? Ja, doch. Oh. Überhaupt nichts also ich glaub, geändert. Ich glaube, das blaue Kamel ist irgendwie betrunken, oder? Das hat nur 3 Beine. Du hast gewürfelt. Gewürfelt, ja. Es gibt Leute, die würfeln nur. Okay, aber ich die haben, glaube ich, den Kern des Spiels nicht so richtig angenommen. Die wollen einfach, dass es schnell vorbei ist, dass sie wieder heim können. Und? Wow. 1, 2, 3. Ich krieg ein Geld. Das gelbe Kamel hat sich ab. Aber ja, wir bewegen den Meister. Alles wird gut. Na, dann nehme ich doch. Nein, das ist ja auch noch, du hast doch noch darauf gewettet. Das ist ja noch schlimmer. Dann nehme ich doch noch einen gelben. Ich habe. Oh, das könnt ihr mir nicht antun. Aber hier geht noch einiges. Also weiß, grün ist auch noch. Das Gelbe ist doch gedopt, kann mir keiner erzählen. Also ich glaube, ich nehme den gelben. Ich glaube nämlich, ihr habt euch gehörig verkalkuliert und ich lege jetzt hier mein Vata Morgana-Plättchen hin. Das wartet nur, besucht zu werden, um möglichst viele Kamele in die Irre zu führen. Ich will das nicht akzeptieren. Ich werde euren Pfad nicht mitgehen. Und ich sage euch, ich sag dir eins, kleiner Freund, du wirst nicht Letzter sein. Ich werde dafür sorgen, dass du nicht Letzter bist am Ende. Ich denke mir noch was aus. Das ist interessant für alle. 1, 2, 3. Er kriegt ein Geld, das muss nach hinten. Und
Unterlernen. Das ist das Gelbe, das gibt's doch gar nicht. Man hätte Millionär. Ja, aber wenn jetzt Orange 1 macht, dann gewinnt Weiß. Ja, es gibt noch Hoffnung. Danke. Ah, Orange 1 und das Weiß wieder vorne. Du hast ja auf alles gesetzt. Ja. Ich dachte, raus noch damit. Auf Blau. Dann würfel ich doch. Aber ich sag dir, du würfelst so jetzt grün. Du würfelst einfach grün. Grün 1 oder 2, dann ist grün oben. Scheiße, grün keine grün. 3. Ach du Kacke. Das könnt ihr mir nicht antun. Schicksal will. Nein! 1, 2, 3, aber du kriegst nochmal einen Pfund und es muss ein Feld zurück und unter alle anderen. Da eins ist es. Oder zwei, es ist nicht drei. Ganz der erste Platz. Jetzt ist nur orange. Nur noch orange. Aber wenn heißt, orange 1 würfelt. Stimmt, wenn orange 1 würfelt, ist weiß wieder erst. Dann ist weiß. Mach das doch mal. Ich. Ich könnte mir die letzte weiße Karte hier noch nehmen, um mich abzusichern. Vielleicht würfe ich mal. Das Ergebnis so bleiben würde, hat er du hast unglaublich ja gut gewettet. Das ist im zweiten Platz, das ist auf dem ersten Platz. Also er möchte eigentlich, dass es so bleibt, dass einfach jetzt die Etappe vorbei ist. Aber ich glaube, ich kann auch nur würfeln. Jetzt eine 1. Es kann ja einmal das passieren, oder? Was, jetzt was wir brauchen doch. Vielleicht. Also eine 2 oder eine 3. Ja. Das läuft gar nicht. Rutschst du da alle anderen drüber und tata. Nice. Ja, ich krieg auch noch einen Punkt. Die Etappe ist zu Ende. Wir fangen bei mir mal wieder an. Juhu. 3 für den weißen ersten Platz. Hier, schau es dir an, ganz oben sitzt. Plus 2-mal gewürfelt, macht immerhin 5. Ich habe 5 auf weiß. Mhm. Dann grün. Zweiter Platz, gibt es auch noch eins. Ich auch 6. Noch ein. Dann das Gelbe ist natürlich scheiße jetzt. Wieder einer weg ja. Dann. Und dann habe ich noch einmal gewürfelt. Also bist du wieder bei 6. Ja. 1, 2, 3. Also ich kriege 1. Hast du nur minus 2. Du musst 2 bezahlen. Tja, immerhin bekomme ich 1 für meinen Grün. Ja, das Grünika Mäh ist auf Position 2. Toll. Und ja gut, Leistung. Leider, das Orangene hat es nicht geschafft. Aber einmal würfeln, einmal heißt, würfeln immerhin ja. 1 plus. 1 plus, ja. Herzlichen Glückwunsch. Es läuft eigentlich ganz okay. Also das Rennen ist natürlich noch total offen. Gut, das blaue Kamel ist natürlich abgeschlagen. Bei mir läuft es im Moment total gut. Ich liege vorne mit 19 Milliarden ägyptischen Dollar, Pfund. So. Das hat jetzt schon wesentlich besser geklappt. Ich habe nämlich alles auf das weiße Kamel gesetzt. Es war zu einem Zeitpunkt, da war das weiße Kamel, ich glaube, auf dem dritten Platz oder so. Da habe ich erstens den Etappensieger auf weiß schon mich festgelegt. Und, was natürlich da drüben noch keiner weiß, ich habe auch den Gesamtsieger aufs weiße Kamel gewettet. Und dank Boyas letzten, ja, aus seiner Perspektive Würfelpech, aus meiner Perspektive großartiges Würfelglück, bin ich jetzt wieder verdammt gut im Rennen. Ich glaube, ich bin auf dem zweiten Platz hinter Melissa. Ja, gerade war ziemlich gut, weil ich habe auch so viel gewettet, weil ich dachte, ah ja, scheiß drauf, jetzt ist auch egal. Also bei mir läuft es halt nicht ganz so gut im Moment. Dank meines geschickt platzierten Fata Morgana-Plättchens. Abgerechnet wird am Ende und ich habe auch noch ein paar Wetten auf den Gewinner laufen und auf den Verlierer. Da habe ich sehr gute Chancen. Da habe ich auf Blau gesetzt und Blau liegt immer noch sehr weit abgeschlagen hinten. Vielleicht hat Boyer noch Orange schnell hingeschmissen. Als Gewinner habe ich auf Orange gesetzt. Ist immer noch alles möglich. Hunter, weiß nicht, vielleicht auch das Weiße. Ich bin mir immer noch relativ sicher, dass Hunter auf die Weiß gesetzt hat als Gesamtsieger. Und da hat er natürlich jetzt wieder Chancen, denn im Moment liegt der Weiß wieder vorne. Leider. Grün liegt ja immerhin auf Position 2. Und ja, wenn es Grün irgendwie schafft zu gewinnen, dann kriege ich einfach die 8 Pfund, weil ich habe einfach als allererstes auf Grün gewettet. Gesamtsieger habe ich noch nicht gesetzt, versuche ich jetzt aber gleich zu machen, auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, wer. Ich glaube an Grün. Die Chancen stehen natürlich jetzt ein bisschen schlechter für mich. Hunter ist raus. Das heißt, das Duell wird zwischen mir und Melissa ausgetragen. Ich werde jetzt erstmal würfeln, weil es ist mir einfach zu heiß, jetzt zu wetten. Ich würfel jetzt blau. Aber eine 3 wenigstens. Blau muss aufholen. Okay. Ja, dann muss da leider eine Fata Morgana liegen, weil das gefällt mir so nicht. Ich lege ein
Eine Wette aufs tollste Kamel. Ja. Langsam liegen hier ganz schön viele Karten. Dann weg ist weg. Ich hab's ihm versprochen. Den blauen. Und jetzt steht's da. Kommt nie vorwärts. Und ich hab ihm nicht mal eine Oase gegeben. Ich wette auf Grün. Ich wette jetzt auf Gelb. Geld wollte ich auch nicht. Ich würfe mal. Und dann wird es da vielleicht ein bisschen noch was aufklären. Drei. Eins, zwei, drei. Das ist natürlich. Das sieht natürlich sehr gut aus für das Grüne. Das Grüne, ne? Oh nein. Es gibt vielleicht noch einen Punkt. Also Grüne hat da noch keiner von euch raufgelegt. Nee, könnt ihr mir nicht erzählen. Natürlich nicht. Da liegen noch vier blaue. Das sah so gut aus. Es tut mir leid, Conor, aber ich muss auch würfeln. Oh Gott. Ich brauche jetzt eine grüne Eins. Grüne Eins! Grüne Eins, grüne Eins, grüne Eins. Jetzt. Spektakulär. Wir machen es ein bisschen schwer. Ich habe eine grüne Eins gesehen, ja auch. Was wird passieren? Oh. Ja, grün läuft. Zwei Schritte, hat das Rennen gewonnen. Es gibt eine letzte Etappenwertung und dann die Schlusswertung. Ja, ich habe in der Etappe einmal gewürfelt. Kriege ich ein Geld. Es hat ja gewonnen. Du kriegst drei Geld, hast du nicht gewürfelt? Nee. Das ist immerhin drei Geld. Ich krieg fünf, hab auch nicht gewürfelt. Ich krieg immerhin eins für mein gelbes als also zweites und zweimal würfeln. Das sind drei. Ja, fangen wir doch mal mit dem Olsten an. Das ist ja besonders spannend dieses Mal. Ja. Blau als erstes auf das blaue Kamel als Olstes gewettet. Boah, ja, geht acht. Oh. Stolz, ja. Hier, blau, sind immerhin noch fünf. Ich durfte ja nicht mehr. Du hast es ihm versprochen. Ja. Und du kriegst immerhin noch drei. Noch drei. Ja, aber dass das jetzt auch so schnell aufhört, das Rennen. Okay, schauen wir mal hier. Und auch da wichtig, nichts Gutes. Tja, Leute. Das war so klar. Nee, das kann aber nicht sein. Wie könntest du denn da grün gesetzt haben? Du bist echt unglaublich, dass das auch noch geklappt hat bei dir. Wirklich. Sowas sollte eigentlich gehört bestraft, wenn man in der ersten Runde da auf pures dummen Glück drauf wette. Grün war in der Startaufstellung vorne. Ich habe einfach gewusst, es hatte schon einen Vorsprung. Das hat einfach ins Ziel gerettet. Ich habe auf Weiß gewettet, ja. Muss eins Strafe bezahlen. Hier hat jemand auf. Oh, bist du. Das bin ich, Ich muss auch eins Strafe bezahlen. Oh, grün. Und das ist die zweite richtige Wette erst, oder? Ja. Fünf dafür. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist ja nochmal grün. Du kriegst ja auch noch Geld. 15 ägyptische Pfund. 31. Oh, 21? Was? Habe ich mich verzählt? Nee. Du hast 31? Ja. Ich hab 30. Gibt's nicht! Yeah! Kannst du nach Hause gehen mit deinem grünen Kamel? Ich hab aufs grüne Kamel gesetzt und ich hab mit einem verloren. Ja, vielen Dank. So, meine Herren. In den Haaren mit euch. Ich hab gewonnen. Ein Pfund hat mir gefehlt, um Melissa noch einzuholen, zu schlagen. Gut, ich wäre gleich aufgewesen damit. Ich hätte zwei gebraucht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte ehrlich gesagt, als er das erste Mal die Regeln erklärt hat, ich habe gar nichts verstanden. Ich mache einfach irgendwas. Das ist ein Riss im Gefüge der Realität. Also, dass das Grüne-Kamel ernsthaft am Ende gewinnt. Du da am Anfang vollkommener Starrsinn darauf wettest und dann gewinnt das Grüne auch noch. Das ist wirklich. Da ist man wirklich kurz davor, ein paar Tage dem organisierten Wettsport fernzubleiben. Als das grüne Kamel erster wurde, dachte ich nur so, geil, schon vorbei, das ging voll schnell. Weil Brettspiele dauern ja normalerweise immer so 10 Stunden. Denkbar schlecht gelaufen, denn ich habe verloren. Im Prinzip habe ich aber in der letzten Runde alles richtig gemacht, also mehr Geld hätte ich nicht rausholen können. Ich habe die krass alle abgezogen, weil ich noch einen guten Tipp bekommen habe, nämlich setz mal noch auf das Gewinnerkamel. Und dann dachte ich, ja scheiß drauf, jetzt hier Gewinnerkamel. Und dann habe ich doch mit einem Punkt vor Hunter gewonnen. Was Hunter auf grün gesetzt hat, das ist die eigentliche Niederlage, dass ich da die ganze Zeit dachte, dass er auf weiß gesetzt hat. Und auch davon ausgegangen war, dass noch viel mehr Leute vor mir in diesem Stapel falsch gewettet haben. Ich werde deswegen sagen, ja, das ist alles, Hunter hat Bullshit erzählt oder hat es mir. Aber es stimmt wirklich, ich wusste einfach.
heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag und es war mein Tag, aber dann... Aber ja, es ist ja auch ein Glücksspiel. Das war der Hunter und Kron Brettspielclub mit Camel Up. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß gehabt wie wir beim Spielen, abgesehen natürlich vom armen Kron. Ihr könnt ja ein bisschen Beileid ihm spenden, wenn ihr wollt. Ansonsten hoffen wir, dass es euch eben gefallen hat und dass ihr natürlich wieder einschaltet bei der nächsten Episode. Bis dahin abonniert unseren Channel, kommentiert, wenn euch was aufgefallen ist. Was wir vielleicht noch anders machen können, wir lernen ja auch immer noch dazu. Ist ja das erste Mal, dass wir das so richtig hier unternommen haben. Und gebt uns eine positive Bewertung, wenn ihr es gut gefunden habt. Und bis dahin.